Hallo und herzlich willkommen bei Evanmoto. Wir zeigen euch heute den Schuh Arrow aus der 2020er Revit Urban Kollektion. Den Schuh gibt es in drei verschiedenen Farben. Ist ein Motorradschuh. Wir blenden euch die anderen Farben nochmal ein. Das ist einmal olivgrün und grau. Hier haben wir die schwarze Variante. Ihr habt bei allen Schuhen, wie jetzt bei den meisten Schuhen aus der Kollektion, immer noch ein zweites Paar Schnürsenkel dabei. In dem Falle hier so ein paar beigefarbene, die ihr quasi gegen die schwarzen austauschen könnt. Der Schuh ist perforiert an der Seite, das heißt, der besteht komplett aus Nubok-Leder und zwar hier aus perforiertem Nubok-Leder. Hier an der Innenseite ist er auch noch ein bisschen perforiert. Revit hat jetzt neuerdings immer in diesen Beipackzetteln hier auch nochmal das Material drin. Also hier kann man also auch nochmal schön sehen, wo das Nubok-Leder verbaut ist, wo ein 3D-Air-Mesh ist, wo Reflection ist. Die Reflektion ist hier hinten, das heißt also in der Dunkelheit oder je nachdem, wie ihr auf dem Motorrad sitzt, wird das angestrahlt und dient zur Sicherheit. Kleine Anziehschlaufe am Schuh dran. Hier hinten sind nochmal ein paar Zahlen drauf. Wenn ihr euch fragt, was das für Zahlen sind, ja, das sind die Koordinaten vom neuen Headquarter von Revit sozusagen. Die bauen gerade eine neue Hauptzentrale und davon sind diese Zahlen. Der Schuh verfügt übrigens über eine Ortholite-Sohle, die ihr rausholen könnt. Ja, das sind diese Sohlen. Die sind wirklich super bequem. Aber ihr könntet auch jederzeit eure eigene reintun, aber wie gesagt, die sind schon echt gut und ja, so ziemlich das bequemste, was ich im Motorradschuh bis jetzt gesehen habe. Der Schuh kostet 139,99 €, findet ihr bei uns unter rev-motorradbekleidung.de, das ist unser Revit Spezialshop, oder unter erwin-moto.de. Der Schuh kommt versandkostenfrei und wenn ihr Fragen habt, unten in die Beschreibung oder per E-Mail unter service@erwin-moto.de. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.